Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge Fallout 4. In der letzten Folge haben wir bei ein paar Nebenquests quasi oder bei ein paar sonstiges Quests, wo wir nochmal in der Detektei von Valentine waren, eine neue mittlere Quest bekommen. Ich weiß aber gar nicht, wie ich es sagen soll. Bei Nebenquests ist es auch nicht, aber Hauptquest auch nicht direkt. Und zwar sollen wir jemanden finden und dieser jemand ist Earl Sterling und er hat scheinbar sich sein Gesicht umoperieren lassen in Mega Surgery Center hier in Diamond City und dann sollen wir jetzt hier mal nach Spuren suchen und wir fangen vielleicht hier an, reden mit dem Doktor. Wenn du untersucht werden willst, dann los. Blick. Sagt dir diese Rechnung irgendwas? Darf ich mal sehen? Bing! Oh, jawohl. Das ist Dr. Crockers erbärmliche Handschrift. Earl Sterling scheint einer seiner Patienten gewesen zu sein. Das beschriebene Verfahren ist banal. Kosmetische Chirurgie ohne Risiko. Aber dazu ist es nie gekommen. Dr. Crocker hat gesagt, Earl wäre vorher verschwunden. Wie dem auch sei, kommen wir wieder zu deinem medizinischen Anliegen. Dr. Crocker. Wo ist eigentlich Dr. Crocker? Letztes Mal, als ich ihn sah, brauchte er etwas aus dem Chirurgiekeller. Wahrscheinlich musste er ja nur ein paar Nadeln abwaschen oder irgendwas umlagern. So. Und jetzt lass uns wieder über dein medizinisches Anliegen reden. Zugang zum Keller? Ich muss mir den Keller ansehen, Doktor. Sieht das hier etwa wie eine öffentliche Latrine aus? Nicht antworten. Warum sollte ich dich da runterlassen? Ich suche eine vermisste Person. Einen Vermissten, Doktor. Und ich glaube, eine Spur führt in diesen Keller. Einen Vermissten? Jawohl. Du redest nicht zufällig von Earl, oder? Du glaubst, nein, wir haben doch gerade schon über Earl geredet. Weißt du was? In Ordnung. Wenn dann endlich Ruhe ist. Hier, na gut, geh selbst. Aber wenn auch nur ein Instrument am falschen Ort liegt, kriegst du die Rechnung. Cool. Wo kommt das ganze Blut her? Eine Blutspur. Es führt direkt in den Keller. Gehen wir mal rein. Mal gucken, wer hier unten geschlachtet wurde. Du warst echt ziemlich schwierig, weißt du? Aber ich glaube, wir sind fast fertig. Unser kleiner Fehler wird endlich korrigiert. Oh, böse, böse. Du solltest nicht hier unten sein. Aber ist schon okay. Ich krieg alles hin. Alles. Was ist mit Earl Sterling? Was hast du mit Earl Sterling gemacht, Crocker? Was habe ich denn getan? Ich habe doch nichts getan. Es war Earl. Er wollte nicht zufrieden sein. Gute Patienten bekommen ein schönes neues Gesicht. Böse Patienten bluten alles voll, weil sie das Leben ihrer Ärzte zerstören wollen. Du hast einen Fehler gemacht, aber du kannst immer noch das Richtige tun. Überleg doch. Jawohl. Du hast recht. Es Charisma gibt etwas, das ist ich voll tun geil. Kann. Nur eines macht das alles hier besser. Ich krieg alles hin. Oh, hat er sich jetzt umgebracht? Oh. Sprich mit Ellie. Nö, sieht nur so aus. Schlüssel zu Sterlings Haus, den habe ich ja schon. Und den Kellerschlüssel habe ich auch schon. Hey, Doc. Ich glaube, du schuldest mir eine Erklärung. Was ist hier passiert? Ehrlich. Crocker hat Earl Sterling ermordet. Ich hab's rausgefunden und dann hat er sich selbst umgebracht. Konnte wohl die Schuld nicht ertragen. Dr. Crocker hat Earl ermordet? Was? Die Gesichtsoperation. Dann ist er also damit durchgekommen. Das erklärt einiges mehr, als mir lieb ist. Dr. Crocker war sein Ruf immer sehr wichtig, aber das ist unmenschlich. Nicht deine Schuld. Du hast es nicht gewusst. Es ist nicht dein Fehler. Natürlich ist es nicht mein Fehler. Dieser Schwachkopf und seine verfluchte, um jeden Preis gut aussehen Mentalität. Jetzt haben zwei Menschen ihr Leben verloren. Eine Schande. Ich sag am besten der Sicherheit Bescheid. Geh jetzt lieber. Es wird einige Zeit dauern, die Sauerei hier wegzumachen. Yo, ich hau ab. Das war jetzt nicht besonders schwer. Können wir uns glatt mal verdrücken hier. So, dann soll ich mit Ellie reden. Gut, gut. Ja, dann mache ich das doch mal. Hallo. Danke. Endlich kann ich wieder klar denken. Yo, kein Problem. Was habe ich denn gemacht? Ach so, das war der mich mal irgendwie eine Nuka-Cola oder so gegeben hat, ganz am Anfang. Oder wo wir ja neu bei Diamond City waren, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich da nicht total irre. Miss Perkins. Hast du herausgefunden, was aus Earl Sterling geworden ist?
Jo. Crocker hat ihn getötet. Earl ist nie abgehauen. Doc Crocker hat ihn bei einer verfuschten OP getötet. Crocker hat Earl umgebracht. Solange wie Earl verschwunden war, hätte ich eher die Raider oder das Institut verdächtigt. Wo ist der Doc jetzt? Verrottet hoffentlich in der Zelle. Hat sich selbst Crocker hat Selbstmord begangen. Er konnte die Schuld nicht ertragen. Meine Güte. Tut mir leid, dass ihr das durchmachen musstet. Hier, nimm. Klingt, als hättest du es dir verdient. Ich geb's weiter, damit alle im Duckout in Bescheid wissen. Traurig, dass es keine besseren Neuigkeiten gibt. Danke nochmal, dass du den Fall abgeschlossen hast. Bitte, bitte, gern geschehen, kein Problem. Naja, ich kann nicht garantieren, dass es besser wird. Aber wir hätten noch einen anderen Fall, falls du Interesse hast. Weißt du noch, Nick, der Fall von Marty? Aber ja, da ging's um irgend so einen bekloppten Plan, die Statue eines Grashüpfers zu klauen. Du kannst gerne mal reingucken, wenn du magst. Ist in der Akte auf dem Schrank da. Akte untersuchen. Haben Earl also zerlegt. Marty war Nicks Partner. In solchen Momenten Betonung bin ich froh, war. Dass ich nicht aus Fleisch und Blut bin. Er muss ziemlich verzweifelt gewesen sein, uns nach so langer Zeit um Hilfe zu bitten. Marty und ich waren nicht immer einer Meinung. Hauptsächlich, weil er ständig betrunken in irgendwelchen Bars rumlag. Ach komm, Nick. Denk an eure guten Zeiten. Was? Du meinst deine Kündigung? Hey, daran denke ich am meisten. Tja, ho. Hören wir uns mal, welches Soloband... Nee. Hör dir Martys Holoband an. Huch. Diverses. Wie M. Martys Holoband. M. Marty Bulf. Finch. Niki, du alter Nietzsack. Hier ist Marty. Ich weiß, es ist schon eine Weile her. Aber ich bin da auf eine etwas geheimnisvolle Sache gestoßen, die deine Schaltkreise in Gang bringen könnte. Erinnerst du dich noch an diese hässliche Grashüpferstatue oben auf Faneuil Hall? Da war eine Notiz dran. Eine Notiz des Sohns von einem gewissen Sham Drown. Ich schätze nicht, dass der Name dir was sagt. Aber der Typ war ein Kupferschmied aus der Zeit, als die Leute sowas noch gemacht haben. Offenbar führt diese Notiz direkt zum geheimen Versteck des Typen. Ich weiß nicht, was da drin ist. Aber ich wüsste schon gern, ob es das Versteck noch gibt. Ich werde mir die Hall mal etwas genauer ansehen. Wenn du das Team wieder zusammenbringen willst, dann lass es mich wissen. Das war's. Der goldene Grashüpfer. Begonnen. Finde den goldenen Grashüpfer. Wollen wir das noch machen? Komm, hol mal noch den goldenen Grashüpfer her. Hups, nein. Datten, der goldene Grashüpfer auf der Karte verfolgen. Wo müssen wir dafür hin? Hier. Fuck. Alles klar. Was für ein beschissener Kackname. Ei. Nee. Das ist, glaube ich, der schlimmste Name, den ich je gelesen habe. Nee, das wahrscheinlich nicht, aber... Oh, hallo, meine Freunde. Blöder Hund. Oh. Jetzt muss natürlich noch eine Maulwurfsratte da rausgeplatzt kommen. Hallo? Komm! Was erzählt er? Grundkorken, Fusionszelle. Supermutanten schlechter. Wow, fuck off. Dein Scheiß Ernst. Dass du mit einem Raketenwerfer auf mich schießen willst. Lass das mal schön bleiben, Kollege. Lass das mal schön bleiben. Grundpunkt, Patrone, Raketenwerfer kannst du behalten. Scheiß. Raketen. Der hat die Raketen dabei, der andere den Raketenwerfer, oder was?
macht ja viel Sinn. Patrone. Oh. Shitty Buttercup Hinterbein. Achso. Plasma-Kartusche. Mentas Psycho. Hinten den Selbstmörder will ich ungerne aufwecken. Gehen wir mal hier rein. Fanoil. Fanoil. Fan. Naja. Whatever. Ich geb's auf, den Namen aussprechen zu wollen. Ich versag eh. Jemand da? Was das? Was? Wer da sein? Wow! So hat man nicht gewettet. So hat man aber nicht gewettet. Ich hack das mir mal eben. Kampf wird pausiert. Schön. 4 hat 2 Treffer. When ist es dann in dem Fall nicht. Was? Ist es auch nicht. Same. Auch nicht. Felt. Felt könnte es sein. Das wär's. Schön. Protektron. Einheit aktivieren. Das sind nämlich gleich 2. Ups. Du könntest mir mal helfen, Protektron. Nicht identifizierter Eindringling. Bam, bam. Stirb! Du Biest. So, jetzt sind die Roboter dran. Oh, das ist eine legendäre Protektron-Wache. Schön. Gut zu wissen. Die ein bisschen ausrastet. Bam, bam, bam. Da warst du tot. 44 EP nur. Das ist aber nicht so wirklich viel. Wow, scheiße. Oh, fuck. Oh, nicht im Ernst. Fuck. Scheiße, verfluchte. Elende Kacke. Wer da sein? Known, ein Treffer. Worn. Ein Treffer, Food. Bin durch. Oh, nice. Supermutant. Der war schnell weg. Schießt mal bis auf dem rum, ich mache das dann platt, okay? Ey, meine EP! Nein, ihr Schweine! Wieder ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Gefahr! Du Schweinen! Schreien um mich dosen! Na. Was wir die da hinten wegmachen? So, der ist weg. Gut. Habe ich jetzt Zeit, mich um den zu kümmern. Bam, bam, bam. Whee! Einfach mal schöne Spritze reinjagen und dann geht's ja weiter.
Und schnell weg, 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 weg. Wumms! Ich frage mich nur, warum der Legendäre explodiert, die anderen aber nicht. Das macht nicht so viel Sinn, finde ich, aber na gut. Plasmapistole. Netzrelais-Spule Stahl. 10 Punkte Energieschaden hinzu und kann Gegner schmelzen. Interessant. Plasma 44 Pistole. Aha. Kommen wir mal ausprobieren. Fusionszelle, Stahl. Den Affen hat's zersprengt hier. Das Teddy. Teddy, Teddy, Teddy. Teddy, Teddy, Teddy. Mist, da ist nix. Gut, okay. Ach, hier sind noch Fallen. Die kann ich noch entschärfen. Das bringt auch jeweils 6 EP. Warum hier? Uha. Ich könnte eigentlich auch mich durch so ein Fenster durchquetschen. Ach. Nope, 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 nope. So, jetzt aber. Wie schön. Könnte mich ja auch durch so ein Fenster da durchquetschen. Braminfleisch. Mehr Interessantes gibt es hier nicht, wie es aussieht. Verbranntes Lifestyle-Magazin. Dolle Wurst. So, was haben wir hier noch so? Wir haben noch ein bisschen Krams dabei. Fusionszelle, Sündrüstung. Reduziert den durch Gule verursachten Schaden. Bringt mir absolut null. Hier. Patrone, Splittergranate. Patrone, Patrone. Flanke. Mal hier, was wir hier haben. Aktenschrank, nix. Kleiner Bilderrahmen, wie süß. Terminal des Geschäftsführers. Nope. Kassiererschlüssel, Flornell Hall. Blöde Hall. Kack, Kack Hall. Nervige Hall. Golduhr, Superkleber, Sturmfeuerzeug. Nope, nope und nope. Vorkriegsgeld. Das wiegt ja nichts. Jet können wir aber mitnehmen. Dann kann ich wieder ein bisschen was kochen. Psycho Red. Halt doch die Fresse, du doofer, blöder Supermutant. Spielzeug außerirdischer. Vorkriegsgeld. Auch wenn es mir nicht wirklich was bringt, glaube ich, aber immerhin wiegt es nichts. Das ist Schrott. Da ist nix mehr. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Nope. Der weiß doch gar nicht, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Wie will denn der das bitte wissen? Oh, eine Falle. Und wo ist die Granate? Etwas. Hier wieder nach draußen. Das ist aber blöd. Ich will doch gar nicht nach draußen. Bluten, bluten und sterben. Bluten, bluten und sterben. Schön. Wow! Wo kam denn der bitte her? Die sind, wie es aussieht, noch weiter oben. Okay, gehe ich erstmal wieder raus. Wenn es hier rausgeht, gehen wir hier raus. Finanzbezirk. Warum geht's denn hier wieder raus? Macht das Sinn? Lade, 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 lade. Warum geht's hier wieder raus? Es ist doch nicht in dem Haus drin, aber warum hat's mich denn da erst reingeschickt? Oh, shit. Oh, fuck! Blöde Sache. Ganz blöde Sache. Wenn es jetzt geladen hat, möchte ich gerne ganz schnell losrennen. Bitten der Supermutanten Selbstmörder steht schon neben mir. Das Commonwealth uns oh ja. Es ist zwar nicht der Selbstmörder, aber es ist ein anderer. Der Selbstmörder kommt bestimmt gleich noch gerannt.
speichern. Warum schickt das mich hier wieder nach draußen? Zum Quatsch. Jetzt habe ich wieder eine Falle ausgelöst irgendwie. Wo ist denn? Ach, dort ist der Fallenauslöser. Yes. Schön. Gut, gehe ich noch weiter nach oben. Jetzt hat es auch irgendwie anders, ja. Oh. Hm. Nö, hier geht's nicht nach oben. Dann muss ich woanders hochgehen. Ja, aber sonst, ne? Schießt du da durch. Planke. Impro-Gewehr, Kamera. Verbranntes Buch. Hut. Was liegt hier hinten noch? Achso, nur so ein Löscher. Vielleicht hier? Ne, hier ist nur eine Toilette. Mit Toiletten. Halt. Fuck! Blöde Fallen, ey. Boah. Los, schreien, schreien um Gnade. Halt die Fresse. Du blöder Supermutant. Ich geb dir gleich mal Schreien um Gnade. Ganze Fallen hier, ey. Machst du nur so eine blöde Klotür auf, fällt dir eine Granate entgegen. Was soll denn der Mist? Ritterstock. Ritterstock. Oh, hi, hinter mir. Okay. Na. Okay, jetzt ist er tot. Hab ich einen Aufwind. Oh fuck, was? Brenn ich gut, habe ich das gemacht, würde ich sagen. Patrone. Der war easy. Patrone, Patrone, Patrone. Da ist noch einer. Tod! Tod! Nicht Wut, Wut, du Pfeife. Wut, Wut, Tut, Tut. Ja, Tut, Tut, ja. So siehst du aus. Und hier, Abbildrahmen. Crap, crap, crap. Tür öffnen, Gefahr. Hier, du nicht lebend wegkommen. Noch weiter oben, okay. Molotow hat er am Start. Okay, okay, okay. Gut, gut. Dann einmal hier rüber. Jetzt wäre ich doch fast wieder... Jetzt wäre es doch gewesen, wenn ich jetzt wieder in eine Falle reingetappt wäre, oder? Vor Kriegsgeld. Haben wir hier noch so... Ups, nee. Wollte ich eigentlich nicht. Plasmamine. Kalibriert und mächtig mit Windungsbremse. Nüpp, Aktenschrank. Hier liegt auch nichts rum. Draußen, Red Away, Red X. Technische Dokumente. Und hier ist auch nichts, oder? Nö. Coole Uhr da. So, also weiter nach oben. Jo, und da war die Falle. Ich sollte mehr überall hingucken. Auf den Boden, an die Decke, überall hin. Einfach überall. Oh, Supermutantenmeister, aha. Das sieht schon sehr meisterlich aus, mein Freund. Geht so. Hätte ich mir jetzt mehr erwartet von dem supermutanten Meister, der meisterlich verkackt hat. Oh, Leben und Lieben. Begleiter halten dauerhaft plus toll. Wow! Weil ich so unbedingt und so gerne mit Begleitern spiele, da ich sie jetzt endlich losgeworden bin und jetzt finde ich so einen Scheiß. Im Ernst. Rückstoß gedämpft, überladen, Lasergewehr. Mhm. Na schön. Hier noch so, Patrone, Bufffood, Gewebeprobe, Fusionszelle,
Superhammer hat der. Ajo, cool. Und das. Nö, kannst du behalten. Gern's behalten, mein Freund. Kronkorken, was haben wir hier noch so? Kampfrüstung, kalibriert und mächtig. Red Tick, Blab Tick, Kick, Kick, Kickball. Und dann müssen wir hier nach oben raus aufs Dach, okay? Von mir aus gehen wir aufs Dach. Und dann. Dann kommen wir wo raus? Auf dem Dach. Und da finde ich was? Was finde ich denn auf dem Dach? Kronkorken. Na, Patrone, Patrone. Was wär da sein? Nix weiter. Und hier, goldener Grashüpfer. Nahrung für den Grashüpfer hinzugefügt. Enter nehmen. Lies Nahrung für den Grashüpfer. Inventar. Diverses. Nahrung für den Grashüpfer. Nahrung für den Grashüpfer. Hergestellt an meinem Bruder und Grashüpfergenossen. Niedergestreckt am 13. November des Jahres. Früh am Morgen durch ein großes Erdbeben meines alten Meisters im Himmel. Wie angesichts der Zerstörung durch bla 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 bla. Hallen, gebrochene Knochen und Prellungen, worauf wohl auf und teil des alten Meisters Sohn Thomas Drone, 28. Juni 1768, will ich Nachlass in meinem Büro, was, in meinem Büro, versprechen, doch wandelmutig wie der Wind soll ich sein, an den Ufern des Charles, wo Meister Shem auf ewig ruht, soll man finden den Wert eines ganzen Lebens. Aha. Finde Shem Drones Grab. Wo müssen wir denn dafür hin? Da. Shem Drones Grab. Gut. Das Grab suchen wir aber erst in der nächsten Folge. Und ja, mal gucken. Vielleicht gibt es dann noch eine Quest vom Valentine oder so. Mal sehen, mal sehen. Die sind ganz witzig. Irgendwie, finde ich. Nur die Detektiv-Quests. Da fühlt man sich so richtig wie so ein Detektiv halt. Na gut, schön, dass ihr reingeschaut habt und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!